Gut, dann herzlich willkommen zum Doc Morris Talk nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln 2. 0:1 verloren. Es war ein enges, intensives Spiel. Alemannia Aachen hatte viele Torchancen, war am Drücker. Man hat eigentlich nur ein paar komplettes Tor, aber am Ende war es dann leider so, dass der FC durch ein Traumtor gewonnen hat, 1:0. Dennis Dobidas, du hast nach dem Spiel auch unten schon in der Mixzone gesagt, ja, es war ein gebrauchter Tag. Wie lief es für dich denn auf dem Platz? Ja, ich glaube schon, dass wir den Schwung vom Mittwoch mitgenommen haben. Wir haben ein ganz anderes Spiel gezeigt als letzte Woche noch zu Hause, aber im letzten Moment hatten wir nicht diesen Killerinstinkt wie am Mittwoch. Wir haben viel drumherum gespielt, aber ohne wirklich zwingend zu sein und durch so ein Tor dann am Ende, es passt ganz gut. Es war eine Chancenauswertung, die jetzt nicht so hervorragend war am Mittwoch. 4:0, dreimal Daniel Engelbrecht, einmal Graudenz. Und da lief es einfach. Da war ein total atemberaubend schöner Fußball, auch in der zweiten Hälfte. Also das haben wir lange nicht gesehen, gerade auch auswärts. Wir haben es auch mal zu Hause gewünscht. Da gab es eine Szene bei dir mit einem Schuss, der davor aber per Handspiel noch verlängert wurde. Schilder mal, war es ein Elfmeter aus deiner Sicht? Also so wie ich es gesehen habe, war es relativ klar ein Handspiel. Ich hatte danach noch die Schusschance. Ich habe ihn leider daneben geschossen, aber der Spieler geht ganz klar mit der Hand zum Ball und so wie ich das in der schnellen Zeit gesehen habe, war das ein ganz klarer Elfmeter. Ein nicht gegeben Elfmeter, dazu viele Chancen, die versiebt wurden. Mike, du als Sechser hast dich als Team reingespielt, gerade jetzt im Dezember war dein Monat, da ist ziemlich viel gut gelaufen bei dir. Wie hast du denn das Spiel gesehen? So mit Timo Staffel auf der 6, wurde da viel gearbeitet, der Platz sah sehr dreckig aus, ihr sah dreckig aus, war das ein kampfbetontes Spiel? Ja, auf jeden Fall. War sehr laufintensiv, sehr zweikampfbetont. Der Platz ist halt in einem Zustand, da wünscht man sich eigentlich was ein anderes Geläuf, aber wir müssen das halt so hinnehmen und haben versucht, das Beste draus zu machen, aber hat das am Ende des Tages nicht gereicht. Du bist jetzt seit Dezember im Profiteam dabei. Gab es da eigentlich ein Ritual bei euch, dass wenn ein Spieler aus der Jugend kommt, dass er sich in die Eistonne setzen muss oder im Tütü irgendwie im Training teilnehmen muss beim ersten Training? Das mit dem Tütü jetzt nicht, aber man muss einen Einstand zahlen und das war es eigentlich auch schon. Ne? Man ist halt immer der ein paar Sprüche abkriegt, ne? Als Neuer, als einer der Jüngsten, aber das war es dann auch schon. Hast du dich gut eingelebt? Hast du einen Platz gefunden in der Kabine oder musst du noch Tasche tragen? Ich fühle mich sehr wohl bei der Mannschaft, die haben mich gut aufgenommen und habe auch meinen Platz. Muss natürlich, weil ich ein junger Spieler bin, Bälle tragen, aber das mache ich gerne und Nächste Woche, der nächste Gegner auswärts, der SV Rödinghausen, die weiteste Auswärtsfahrt. Der Zickzackkurs, Dennis, geht der weiter? Geht's wieder aufwärts? Was passiert da? Ja, also er soll jetzt schon weitergehen, wenn das heißen würde, dass wir gewinnen. Aber ich glaube, dass wir danach gucken müssen, dass wir ein bisschen Stabilität in die Ergebnisse bekommen, weil wir haben jetzt zwei Heimspiele nacheinander verloren. Letzte Saison haben wir insgesamt ein Heimspiel verloren und das hat uns stark gemacht. Und es ist leider im Moment irgendwie so ein bisschen verhext zu Hause. Wir treffen das Tor nicht, wir kriegen dumme Gegentore und wir wollen wieder Stabilität in die Ergebnisse bekommen und ich bin auch guten Mutes. Dann positiv ins nächste Spiel, das ist unser Motto für heute. Also nächstes Spiel, nächste Woche Samstag der SV Rödinghausen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nächstes Heimspiel ist dann in gut zwei Wochen. Es dauert noch ein bisschen, Ostermontag gegen SG Wattenscheid. Danke Mike, danke Dennis.